Jens! Ina! Ina! Ha! Wir müssen reden. Wir müssen reden. Wir müssen mal eben reden. Ja. Ja. Wir müssen mit euch reden. Stimmt? Stimmt? Ja. Und da reden wir auch gar nicht lange um heißen Brei. Ina kommt in die goldene Mitte, ne? Wir müssen euch jetzt leider enttäuschen. Kaffeesaison 24 fällt aus. Ja. So, weitermachen wir später. Nein, also, wir haben dieses Jahr hier zwei Großbaustellen und diverse kleine Baustellen. Und aus dem Grunde, eine davon habt ihr ja schon gesehen dahinter. Aus diesem Grunde ist das sicherheitstechnisch und vom Organisatorischen einfach nicht machbar. Ist so, ne? Oder habe ich das falsch gesagt? Ist so? Ist richtig, ja. Also wir haben lange überlegt, ob wir irgendwie was hinkriegen, aber in der Form, wie es letztes Jahr ging, können wir das definitiv nicht machen, sonntags, jeden Sonntag. Es gibt noch Überlegungen, ob wir hin und wieder mal so eine Besuchsaktion hinkriegen. Da sind wir noch am Grübeln, da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Also es geht darum, wenn jemand von euch gerne hier gucken möchte, dann wollen wir das gerne irgendwie möglich machen. Das aber nicht regelmäßig, sondern irgendwie fixe Termine. Wie wir das gestalten, also ich hatte schon mal so den Gedanken, dass man sagt, über einen Online-Shop maximal 30 Leute mit Führung, 2-3 Stunden, 5 Euro Sicherheitsschutzgebühr und jeder kriegt ein Eis, also kostet euch das quasi dann nichts, außer 2 Euro. Das wäre dann aber nur aus Sicherheitsgründen, damit, wenn wir was planen, und da sagen dann 30 Leute zu und nachher stehen ja nur 2, damit das eben nicht passiert. Ja. Das wäre dann der Grund. Also das ist noch eine Idee. Dann wären wir 3 da und würden euch hier alles zeigen und mit euch schnacken und ja, was dann euch auf dem Herzen liegt. Das wäre noch eine Möglichkeit. Da sind wir am Grübeln, wie wir das hinkriegen. Aber dieses ganz normale Café wie letztes Jahr, und wir haben uns da ein bisschen mit zurückgehalten. Viele von euch haben ja schon gefragt, wann das endlich losgeht. Aber wir haben die ganze Zeit noch überlegt, ob wir es denn doch irgendwie hinkriegen. Aber das klappt nicht. Also mir ist dieses Jahr einfach nicht möglich. Zu viele Baustellen und das ist zu gefährlich. Ja, also aus dem Grunde. Das heißt aber nicht, dass ganz vorbei ist. Das soll das nicht bedeuten. Das geht. Also dieses Jahr irgendwie, irgendwas werden wir hinkriegen. Wir wissen, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, noch nicht so genau wie und wann. Aber irgendwas werden wir mal möglich machen für diejenigen von euch, die unbedingt gerne gucken möchten. Das soll schon so gehen. Ja, und nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Und dann. Bis dahin sind die Jungs kugelrund. Die müssen dann ja die ganze Torte alleine essen. Ja, genau. Von jedem Sonntag. Genau. Ja, wenn Torte über ist, dann könnt ihr das beim Gucken auch gerne aufessen. Das ist kein Problem. Ja, also tut uns wahnsinnig leid, das euch jetzt so sagen zu müssen, aber es ist, wie es ist. Und wir können es nicht ändern. Ich habe so, das habe ich noch gar nicht verraten, aber ich habe so gedacht, dass wir, wenn wir mit den Kartoffeln durch sind, dass wir mal auf dem Abend nochmal einen Livestream machen. Ja. Und da können wir dann auch Fragen beantworten. Ich glaube, also ihr dürft natürlich gerne hier unter kommentieren, aber das Schlauste ist, glaube ich, wirklich, wenn wir das im Livestream mal machen, setzen wir uns gemütlich da unter, trinken zusammen einen Saft mit euch und dann können wir Fragen beantworten. Genau. Ich glaube, das ist das Schlauste. Ja. Ja? Alles klar. Also, nicht böse sein und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dankeschön, reinhauen. Ja. Fürsing! Jetzt kannst du auch mal Fürsing sagen. Nein. Tschüss. Ina sagt Tschüss. Dann ist das so. So, weiter im Text.